Ja, hallo, hier ist wieder Rita Raupe im Zoo-Olympischen Stadion zum Endkampf im Geräteturnen. Wir werden uns konzentrieren müssen, denn die Vorführungen finden simultan an allen Geräten statt. Und das wird sehr anstrengend sein. Da beginnt auch schon, wie ich sehe, der Koreaner Schling Schlung Schlang mit seinem Pferdsprung. Er nimmt Aufstellung, er pumpt. Ja, und er läuft los. Sehr schöner Anlauf. Ja, und auch sehr kraftvoll der Absprung. Ah, da sind wir schon an den Ringen bei Fräulein Erika Schweinebacke. Nein, was Ballettunterricht doch ausmacht. Dieser, da kommt Schling, Schlung, Schlang geflogen. Was ist denn das? Das geht doch nicht. Da muss man doch ein... Hier sind wir beim Reck. Und da ist schon wieder dieser Koreaner und stört. Wo sind denn die Schiedsrichter? Ah, wir wenden uns dem Bodenturnen zu. Die bezaubernde Henne Ida Pavlova aus Rumänien turnt hier mit dem Band. Sie fängt es, sie wirft... Sie fängt Schling, Schlung, Schlang. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Dieser koreanische Kerl sabotiert alle Vorführungen. Was sagt denn die Jury? Greift denn hier keiner ein? Jetzt hüpft er auch noch ins Trampolin. Hier ist ja alles durcheinander. Das ist ja ein Störenfried. Das ist eine Zumutung, ein Albtraum, ein Es ist ein Genie. Wir haben es mit einem Riesentalent zu tun. Ja, sehen Sie doch mal selbst. Das Publikum tobt und Schling, Schlung, Schlang. 5 Goldmedaillen hamstert er hier ein. Was für ein erstaunlicher Athlet. Wenn auch die zoo-olympische Idee, wenn Sie mich fragen, dabei ein bisschen auf der Strecke bleibt. Tja, ich bin sprachlos, liebe Freunde. Aber so kann es zugehen bei zoo-olympia. Ich gebe jetzt zurück ins Studio.